Hallihallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker und das hier ist mein erstes Race in der Elite-Klasse. Habe ich mir gleich den BMW M3 GT2 geschnappt, denn im letzten Rennen, oder im vorletzten Rennen bin ich den auch gefahren. Hat mir sehr gut gefallen und es geht hier auf die Strecke nach Maple Valley. Eine der schönsten Pisten überhaupt, ist zwar nur eine virtuelle Strecke, gibt es in Natura nicht. Ist zwar angelehnt an eine, habe ich von einem von euch erfahren, aber eben wie gesagt, ja, ist einfach nicht ganz so richtig wahr. Ja, also hier der BMW GT2 M3 und ja, Elite. Was heißt Elite? Ich sollte es gleich merken. Elite Race, ihr seht, wir sind hier schon mit etwas stärkeren Fahrzeugen unterwegs. Und was mir gleich aufgefallen ist, Achtung, rechts oben, schaut mal, 5 Runden zu fahren. Hoppala, hier ein Mega-Fail. Achtung, das Auto links vor mir. Das hat auf dieser Piste hier gar nichts verloren. Das wäre in Natura nie vorgekommen. Das ist nämlich ein Stockcar, ein Nesca-Fahrzeug. Da gibt es genau 2 Roadtracks, wo die fahren. Und das ist Sears Point, also war früher Sears Point, heißt jetzt Infineon Raceway. Und Watkins Glen, die einzigen 2 Roadtracks, wo diese Fahrzeuge zu finden sind. Ja, egal, um das geht es nicht. Ich remple herum. Ja, eben rechts um 5 Runden sind zu fahren. Ja, ganz was Neues, denn die meisten Races in den Klassen bis jetzt waren ja 2 Runden, maximal vielleicht 3 Runden, aber 5 Runden, glaube ich, habe ich noch überhaupt keins gesehen. Ja, jetzt diesen Stocker noch einmal, jetzt habe ich nicht ganz genau gesehen, ob auch Bremsleuchten geleuchtet haben jetzt beim Bremsen, denn ja, wenn es so wäre, wäre das auch ein Fehler, denn diese Fahrzeuge haben keine Lichter. Es schaut zwar aus, das ist aber alles nur aufgeklebt. Also diese Fahrzeuge haben so ein Blechkleid rundherum und da ist alles nur aufgeklebt, genauso wie diese ganzen Stickers und so weiter. Also das, die haben keine Beleuchtung. So, aber jetzt schauen wir mal hier zum Rennen. Wie gesagt, mein erstes Elite-Race. Erwartet habe ich mir, dass es zäh wird. Ja? Und die erste Runde war auch ordentlich zäh. Was einfach ein bisschen ungewohnt für mich ist, ja, mit so einem Wagen hier zu fahren, mit solchen Gegnern. Das Ganze ist jetzt wirklich ordentlich schnell, oder es wird zumindest ordentlich schnell. Wenn ich so an anderen Rennen bis jetzt denke, die waren ja immer jo, halbwegs angenehm. Habe auch nie unbedingt so die R3-Klasse gewählt, bin eher so immer in der A, C-Klasse unterwegs gewesen. Oder in der, was gibt es noch? Ich weiß es gar nicht mehr, ja, wurscht. Auf jeden Fall so in der ja, Mittelgeschwindigkeitsklasse. Ja, ich bin ja auch schon fast 39 da. Ja, das geht mir so ein bisschen gemütlich an, ja. So, aber ihr seht, ich habe mich nach vorne gekämpft, bin auf Platz 1 mit meinem BMW, der sich wirklich sehr gut fahren lässt, liegt sehr gut auf der Straße, vom Gas her, Bremse her, jo, spricht an, macht wirklich Fun. Motorensound finde ich auch immer ganz toll, also hat sich Turn 10, der Entwickler da von Forza, wirklich ins Zeug gelegt. Auch in diesem Race werde ich das normale Rennen kommentieren und das Replay könnt ihr euch dann in Ruhe anschauen. Da sind auch wieder ein bisschen musikalische Untermalung, die ich recht passend finde. So, wieder das übliche Problem, wenn ich keinen vor mir habe, die richtigen Bremspunkte zu erwischen. Denn ja, es fehlt mir einfach der Indikator. Auch man sieht auf dieser Strecke hier diese Schildchen, wie sie auf anderen Rennstrecken sind, nicht vorhanden. Die Kuppe hier ist auch immer recht unangenehm, wenn man da sofort drüber fährt, dann verliert man die Bodenhaftung und segelt gleich mal ab Richtung Bande, was dem Fahrzeug natürlich auch nicht sonderlich gut tut. Ich dachte mir, ja, 5 Runden sind da toll zum Fahren und ich werde jetzt mal, habe ich gedacht, ein normales Rennen machen, also ein freies Rennen, wo ich mal so richtig mit 10 oder 20 Runden fahren will. Ich möchte einfach mal wissen, ob diese Reifenverschleiß, die Reifenabnutzung auch ordentlich berücksichtigt worden ist. Denn wie gesagt, wie ich schon mehrmals gesagt habe, bei einem 2-3 Runden Race, ja, da brauche ich keine besonders guten Reifen, da kann ich auch mit irgendwie Holzrädern fahren, denn da wird nicht viel passieren in dieser Zeit. Wenn es nämlich weitergeht, so 10 Runden, 20 Runden, da wird es dann schon interessant werden, denn ja, wer da dann nicht haushalten kann, wird einfach in die Box fahren müssen und ja, auf so ein Race bin ich mal gespannt, das werde ich mal kreieren und vielleicht einmal auch direkt live kommentieren. So, ja, Runde 3 von 5. Ich bin vorne. Bisschen ein Sicherheitsabstand, wenn auch nicht großartig viel. Das mögen jetzt ja, 2 Sekunden sein oder 3 vielleicht.
Aber ihr wisst es, selbst wahrscheinlich ein falscher Bremser und man liegt irgendwo in der Botanik draußen und muss erst umdrehen, wieder auf die Piste kommen, Geschwindigkeit sammeln und dann sind diese 3 oder sollen es 5 Sekunden sein, ja auch schneller beim Teufel als man glaubt. Auch in diesem Video die Frage an euch, was wollt ihr von mir hören? Gibt es etwas über was ich quatschen soll, was ich euch erzählen soll? Ist einfach so, mir gehen schon langsam ein bisschen die Themen aus. Zumindest weiß ich nicht, ob das, was ich jetzt so quatsche, auch wirklich sinnhaftig ist. Denn ja, ein Race zu kommentieren ist immer die eine Sache, fachlich richtig zu sein die andere. Und ihr wisst ja mittlerweile, ich bin nicht der Fahrzeugfanat und auch nicht der Racing-Fanat, obwohl mir nach wie vor Forza Spaß macht, ich muss es sagen. Und ich sage es auch jedem, mit dem ich so quatsche, Forza ist eine richtig gute Alternative zu dem Shooter-Brei, den ich sonst spiele. Denn ja, ab und zu einfach mal Gas geben, den Motorensound über die Kopfhörer ans Trommelfell schleudern. Und vor allem ist es toll, hier offline zu spielen. Ich kann jederzeit auf Pause drücken, falls mal der Sohnemann schreit und meine Hilfe braucht, kann ich entsprechend schnell reagieren. Also deshalb mag ich auch Forza kennen, aber natürlich auch eben von den Fahrzeugen, vom Gameplay her. Es macht einfach riesigen Spaß. Ich bin mit Gamepad unterwegs. Ein Lenkrad wäre sicher toll, nur muss ich sagen, für mich rentiert es nicht. Wie gesagt, ich fahre ja nicht zufällig, ich fahre ab und an mal ein Rennen, das nehme ich dann mit auf und kommentiere dann. Bin ja eben nicht so der Mega-Fanatiker hier von Forza. Wahrscheinlich ist es auch deshalb so, dass ich die Rennen immer recht locker oder meistens recht locker gewinne, weil die KI einfach merkt, ich bin eine Pfeife beim Fahren und deshalb entsprechend zurücksteckt und ja, irgendwann, wenn ich die Runden drinnen habe, kann ich halt entsprechend Gas geben und bin dann eben schneller als die anderen. So, ihr seht, ich bin in der vorletzten Runde. Es geht Richtung Last Round, White Flag. Gibt es hier bei den Tourenwagen überhaupt diese weiße Fahne? Ich weiß, bei Nesca gibt es ja in die letzte Runde mit der weißen Fahne eingeläutet. Ich weiß nicht, ob es das hier auch gibt, keine Ahnung. Auch so ein Thema, was völlig egal ist im Prinzip. So, jetzt schauen wir mal, hier noch heil runterkommen und dann starten wir in die letzte Runde mit dem BMW M3 GT2. Ja, ganz so viel hat dieser BMW wahrscheinlich mit dem Serienauto auch nicht mehr zu tun. Höchstens mal das Emblem auf der Motorhaube vielleicht oder irgendwo im Fahrzeuginneren. Obwohl sein Cockpit ja in Natura schon auch ganz schön edel wäre. Zumindest die Anzeigen und das Display. Mich wundert ja, dass es noch keine Oberflächen gibt, keine Tachos gibt mit Android. Ja, klingt vielleicht blöd, aber warum sollte man nicht irgendwie dann über die Settings sein Cockpit selber designen können? Sicher wird es einige Sachen geben, die zuvor zu geben sind. Einen Tacho muss man haben, wahrscheinlich ein Drehzahlmesser sollte man haben. Ja, das kann ja vorgegeben sein, aber dass ich sage, ich will das erst rechts haben, links haben, ich will das als Balkendiagramm oder als Uhrendiagramm. Ja, das kann ich mir doch, ja, dass man sich das selber aussuchen könnte, das wäre wirklich eine coole Sache. Also ein komplettes LCD-Display vorne, was ich mir frei konfigurieren kann, wenn ich mir Widgets dazulege, runterlade oder wie auch immer. Ah, wäre eine spaßige Geschichte. So, aber jetzt hier Vorsicht, die letzte Runde und schon kommen Konzentrationsschwächen. Das ist etwas, was gerne passiert. Man ist sich schon relativ sicher, es geht ins Ziel, ja, ist ja locker, alles kein Problem. Ja, das sind die Dinge, wo dann meistens ein Missgeschick passiert oder wo man dann abfliegt. Ja, und genau so passiert es mir hier jetzt. Links auf die Karte geschaut, oh, ein Sicherheitsabstand ist noch da. Obwohl der gleich sofort zusammenschrumpft. Ihr seht, der schwarze Punkt, der ist sofort hinter mir. Und im Rückspiegel war hier ein Pünktchen zu erkennen. Also schnell aufs Gas und ab in die Zielgerade. Und das Replay sieht jetzt unkommentiert. Viel Spaß dabei.
Gut, sind wir mit unserem Farbmalkasten am Ende des Rennens. Ja, Schadenspunkte leider auch etlich ausgefasst. Aber wir sehen 9425 Erfahrungspunkte. Mal schauen, was uns der Zufallsgenerator noch schenkt. Na, 4000 dazu ist ja auch nett. Ja, damit ist das Race vorbei. Ich sage euch danke fürs Zuschauen. Habe ich gefreut, dass ihr dabei wart. Lasst mir ein paar Kommentare hier liegen auf YouTube und schreibt mir, über was ihr was von mir hören wollt. Danke, tschüss, ciao, euer Bitwalker.